Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Ich wollte nicht runter. Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Himmel. Ich habe Belebersamen gefarmt und wir müssen jetzt zum Dunkelkrater gehen. Und Darkrai treffen und besiegen. Das ist also der Eingang zum Dunkelkrater. Hier stellen wir uns Darkrai. Keiner kann sagen, was dieses Pokémon für uns bereithält. Wir müssen mit größtmöglicher Vorsicht vorgehen. Ja. Jo. Jo, jo. Dieser Dungeon ist schlimm. Und trieft. Vor Fallen. Das ist so ätzend. Ich habe übrigens, nein, das habe ich noch nicht gegeben. Okay, ich habe das Lager einmal komplett auch ausgemistet. Gehabt. Wieder. Mal. Und ja, ich muss gleich erstmal die beiden Bänder geben, Spezialband und Kraftband. Und ich hoffe, wir kommen hier durch ohne, ja, erst Jungglot besiegen, ohne Belebersamen wirklich zu verbrauchen, denn wir brauchen sie wirklich gegen Darkrai. Mein Problem: ich hatte schon einmal eine Aufnahme gemacht, nachdem ich halt die Belebersamen gefarmt habe, etc. Und wir sind an sich anfangs ganz gut durchgekommen. Dann haben wir Fallen getroffen, die unsere AP einfach mal, ne? Ihr wisst, AP-Fallen und so. Super tolle Fallen. Die besten Fallen, die es auf der Welt gibt. Wodurch wir keine Link-Attacken mehr hatten. Das habe ich noch relativ okay verkraftet. Und dann, ja, wir haben auch ein, zwei Belebersamen verloren, war ja auch okay, kann ja mal passieren, ne? Wir haben jetzt übrigens 10, ich weiß nicht, ob ich das erwähnt hatte. Und dann waren wir an dem Punkt, wir brauchten, glaube ich, nur noch eine Treppe nach oben gehen, nach unten gehen. Also noch eine Treppe finden und dann kommen wir in einen Monsterraum. Wie ihr seht, ist das hier ein Feuerdungeon. Ne? Ist ja unschwer zu erkennen. Und in dem ganzen Monsterraum waren halt so gut wie nur Feuer-Pokémon. Außer ein Rihornior oder also die neue Entwicklung von Rizeros, glaube ich. Und ja. Wir haben dort alle unsere Belebersamen verbraucht. Wir haben, glaube ich, 2 Pokémon besiegt oder so. Ich war halt durchgehend komplett One-Hit. Von den Pokémon. Weil Feuer-Pokémon, so, ne? Und ja, dadurch haben wir alle Belebersamen verbraucht. Und ja, dann gebe ich so offen zu, habe ich halt den Save-State neu geladen und wieder von vorne angefangen. Also jetzt die Aufnahme nochmal neu gestartet, nach ein paar Tagen später. Ich war so angepisst an diesem Part, das war unglaublich, Alter. Das war unglaublich. Die Laune hättet ihr nicht gerne erleben sollen. Erlebt. Hättet ihr nicht gerne miterlebt. So. Scheiße, ich glaub. Okay, oh. Ich dachte gerade, ey. Ja. War halt, ne? Echt, das war echt. Oh, nee. Gebe ich halt offen zu. Ich meine, ich wäre dann sowieso wieder aus dem Dungeon rausgegangen, hätte wieder neue Belebersamen gefarmt. Also von daher macht das ja an sich keinen Unterschied. Würde ich jetzt mal so behaupten. Und der Mobilschall ist doch eigentlich übel OP, oder? Ermöglicht, durch Wände zu gehen. Wenn wir in einen Monsterraum kommen, ist der super. Falls wir in einen Monsterraum kommen, werde ich ihn anlegen. Diesen Schal. Kann ich mich nämlich in die Wand stellen, Pokémon können mich nicht mehr angreifen. Und Dragon kann trotzdem auch mithelfen. Ha. Und ich hoffe, wir kommen nicht auf irgendwelche AP-Fallen oder so. Das würde mich nämlich mega anpissen. Doch, komm schon, setz doch kein Doppelteam ein, ey. Oh! Cresselia mit Doppelteam. Es hat im letzten Part auch die ganze Zeit eingesetzt, ey. Und ich denke mir so, warum? Warum? So unnötig, so unnötig. Ha, wie gesagt, solange wir keine AP-Falle treffen, auf keine AP-Falle treffen, ist alles okay. Denn ich brauche meine Link-Attacken, ich brauche sie. Hey, was? Hä? Achso, ich habe aus Versehen A gedrückt, ups. Ja, ich brauche meine Link-Attacken. Weil sonst haben wir eigentlich gegen Darkrai keine Chance. Das ist das Problem.
Das ist das große Problem, was wir haben. Ich habe auch 3 Flea-Orbs dabei, ne? Also, ja. So, wir greifen mal Ponita an. Okay. Ah, schade, ich habe gerade auf, yo! Eine etwas stärkere Attacke gehofft, die das Dings besiegen wird. Das. Vampyro, genau. Ach man. Okay. Ich glaube, wir mussten jetzt 15 Ebenen hier hoch, dann sind wir bei der Mitte des Dungeons und dann wieder 15 Ebenen. Irgendwie so war das. Oh, da habe ich die Treppe gesehen. Also gehen wir hier lang. Runter. Da lang. Hoch. Oh, einer zu früh hoch. Okay. Wir haben jetzt schon den... Wir haben jetzt schon einen Magen leer? Wir haben den Mobilschall nicht angelegt. Nee. Lol. Hä, haben wir echt schon so viel... Sind wir echt schon so viel gelaufen? Ha. Vielleicht hätte ich mehr Äpfel mitnehmen sollen. Ha. Egal. Wird schon irgendwie funktionieren. Wir finden bestimmt auch noch einen Apfel. Kommt, ich greife ich so normal an. Genau, ein Ruckzucki von Haru regelt. Dragon regelt. Okay. Och, Mensch. Okay. Ja, Fukano können wir auch normal angreifen, schätze ich. Obwohl. Ja, doch. Wow, der hat ja echt wenig Erfahrungspunkte gegeben. Und wenig Leben hat er auch. Toll, sehr schön. Fast. Eigentlich gar nicht, aber pst, sagt keinem. U9 schon mal, okay. Wir sind schon mal recht gut weit vorangekommen. Ich glaube, wir haben, also bei der anderen Aufnahme habe ich in Ebene 4 oder so schon 2 Belebersamen verbraucht. Aber naja. Kommt halt manchmal vor, ne? Das hat mich halt nur mega aufgeregt. Ich war den ganzen Part tiltet ohne Ende. Eieiei, das war echt schön. Wir können ja mal uns hier ein paar Graugummis geben. Das Braungummi behalten wir mal, weil Haru ist ja Boden-Pokémon und so. Aber die anderen Gummis können wir alle, ich sag mal, verballern. Kannst du jetzt mal... Danke. Ach, das Doofe ist, wir können Cresselias Attacken halt nicht irgendwie verändern oder so, weil sie nicht direkt zum Team gehört. Und deswegen können wir ihr Doppelteam nicht deaktivieren. Wir können ihr auch kein Item geben oder so, vielleicht trägt sie schon ein Item, keine Ahnung. Aber das können wir halt alles leider nicht brennen. Ach, Dunkelklaue ist gar nicht mehr mit Dings fixiert, ne? Stimmt, Gegenschlag und Durchbruch ist doch jetzt fixiert, glaube ich. Oh! Kratzfurie. Eine der schlimmsten Attacken im Mystery Dungeon. Eine der schlimmsten... Mobilschall. Zweimal Mobilschall? Das ist sehr gut eigentlich. Na gut, sehr gut jetzt. Ja, naja, aber ihr wisst, was ich meine. Schon ist auf jeden Fall nett. Sehr, sehr nett. Was haben wir hier? Flinksamen. Ja, gut. Kann man vielleicht im Kampf gegen Darkrai einsetzen. Später. So, wir müssen jetzt unbedingt ein Top-Elixier trinken. Nicht dein Ernst. Und ich sag noch, ich hoffe, wir treffen auf keine... Okay, Gigasauger ist noch mit Knirscher fixiert zusammen. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Das ist schon mal etwas, was uns noch retten könnte. Weil ist halt schon strong, ne? Also Gigasauger wegen dem Leben zurückbekommen. Und dann Knirscher gegen Darkrai. Weil Darkrai ein Geist-Pokémon ist, soweit ich weiß, ne? Ich glaube schon. Also ist auf jeden Fall gut. Oh, setz doch nicht immer Doppelteam ein. Was ist denn mit dir? Du bist dumm. Gigasauger, ja. Vorsichtshalber ein bisschen Leben wiederbekommen. Nicht, dass wir gleich wieder ein Pokémon... Oh! Heieiei. Alter. Cresselia, ey. Cresselia. Attacke versagt bei mir, okay. Was auch immer... Was bringt Zufluch? Was ist Zufluch für eine Attacke? Ich hab keine Ahnung. Gut. Gucken wir mal hier lang. Ach, komm. Zack. Zack. Oh, ich habe gerade erwartet, dass ein Ruckzucki von Dragon kommt. Genau.
Okay. Treppe. Sehr gut. Dunkelkrater U12 schon mal. Wir haben noch keinen Belebersam verballert. Das ist alles schon mal ganz gut. Wir haben zwar die eine Linkattacke leider getrennt, aber... Okay. Wie gesagt, solange Knöscher und Jägersauger noch im Spiel sind, als Linkattacken, ist noch alles relativ okay. Ich mache einen Jägersauger. Ach Mann. Ach Mann. Wenn wir noch... Oh. Wenn wir noch auf eine Falle treffen, auf eine AP-Falle, hoffe ich, dass Rasierblatt diesmal die AP verliert. Meinetwegen auch nochmal Energieball, weil wir dürften Energieball wieder ein bisschen hergestellt haben. Glaube ich. Ja, genau. Durch unsere schöne IQ-Fähigkeit. Ist ja praktisch eigentlich. Dadurch kann man Linkattacken manchmal auch noch, doch noch öfter einsetzen, als eigentlich vorher angezeigt, sag ich mal. Weil man ja zwischendurch mal ein AP auffüllt. Oh. Ich hatte gerade schon wieder Angst. Falle. Nein, bitte keine Dingsfalle, AP-Falle und dann ein Glück und eine Schlaffalle. Hoi. Okay. So, noch eine Ebene. Dann sind wir in der Mitte des Dungeons und wir haben keinen Belebersam verbraucht. Ich bin schon mal echt begeistert. Sehr, sehr begeistert. Ach komm. Zack. Magenknot. Ja, das ist okay. Ja, komm, nehmen wir mit, Georockbrock. Samen? Schlafsamen, schade. Stock nehmen wir auch nochmal mit, okay. Und wir sind in der Mitte des Dungeons. Hoi. Ah, kurzen Schluck Kaffee trinken. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und ich speichere sogar ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise. Können wir nämlich hier wieder zurückkehren, wenn wir jetzt durch einen Monsterraum wieder alle Belebersam verballern, sag ich mal. Das will ich nämlich nicht. Ich will meine Belebersam behalten. Ich brauche sie gegen den Kampf, oder für den Kampf gegen Darkrai. Wie viel Leben? Alter. Okay, das hat viel Leben gehabt. Was habe ich eben nochmal aufgehoben? Eisendorn habe ich aufgehoben? Nee, Fliehorb habe ich aufgehoben. Achso, sehr gut. Noch ein Fliehorb mehr. Das ist schön. Das ist sehr schön. Top-Elixier würde ich auch gern wieder mitnehmen. Haben wir jetzt nur zwei Stück noch. Keine drei mehr. Oh. Nein, die Poke. Ich wollte sie haben. Manu, setz doch nicht Doppelteam ein. Setz doch einfach nur... Oh. Aurora-Strahl ein. Oder so. Okay, das besiegt, okay. Okay. Wir setzen auf Flamara. Komm, ja. Okay. Leben wiederhergestellt. Sternschauer, alles klar. Alles richtig gespielt. Hoi. Ja, wir machen nochmal Gigasauger. Vorsichtshalber, falls gleich wieder ein Pokémon ankommt. Huh. Okay. Noch sieht's bisher eigentlich ziemlich gut aus, so. Wir sind ganz gut durch den ersten Teil des Dungeons gekommen. Durch den ersten Teil des Dungeons gekommen. Was mich schon mal sehr wundert. Und gut, wir haben jetzt eine Ebene erst durch, also können wir hier noch nicht wirklich was sagen. Warp-Orb, oh verdammt. Komm zu mir. Ja, okay, Dragon ist bei mir. Komm, tritt auf das Warpfeld. Nice, und komm zu mir. Schade. Aber da oben ist die Treppe, okay, dann wissen wir schon mal, dass da oben die Treppe ist. Sie geht unten lang. Okay, dann kommen wir auch zu ihr. Okay. Eieiei. Das hat aber ganz schön viel Life. Das Akani. Komm, mach eine Konfusion. Mach doch Konfusion. Das Ding ist ein Kampf-Pokémon, Alter. Hole Nuss. Was ist denn mit dir? Jetzt regt's mich aber ein bisschen auf hier. Ah ja, Cresselia. Jetzt ist langsam gut, ne? Jetzt ist aber langsam echt... Du hast doch gesehen, dass... Ja.
Danke. Danke, Cresseli. Alter Vater, ey. Oh. Gut, wir haben zwar zwei Sinelbeeren verballert, aber immerhin haben wir die Belebersamen noch. Das ist um einiges wertvoller. Warum greifst du es an? Es hat doch geschlafen, oder nicht? Och, Mensch. Och, Mensch. So viel Schaden, aua. Hust, hust. Aber naja, okay, die Ebene eben haben wir auch noch ganz gut überstanden. Die hier auch jetzt. Schön. Hey, Damage. Es ist halt übel hart, hier als Pflanzen-Pokémon gegen diese ganzen Feuer-Pokémon anzutreten. Das ist halt echt anstrengend. Das ist halt echt ätzend. Pop. Nee. Was wagst du es daneben zu gehen, Attacke? Mann. Okay, da oben ist ein Pokémon. Das ist ein Panpyro, alles klar. Aber was ist besiegt? Was ist hier oben? Ein Schwundsamen, schade. Oh, immer wenn ich Samen hier rumliegen sehe, dann denke ich so, oh ja, geil, Belebersamen. Aber im Endeffekt sind es doch keine. Ah. Aber immerhin, so konnte ich ausweichen. Das ist, ja, doch, war ganz gut. War natürlich geplant, natürlich. Was, na, ja, klar. Natürlich war es geplant. Wo ist das Gummi? Da ist das Gummi. Doki. Heieiei, U7 schon mal. Schon die Hälfte des Dungeons hier schon wieder geschafft. Oh, zum Glück keine Pokémon. Das ist doch, glaube ich, echt nur, wenn Items da im Raum liegen, ne? Die Items verwandeln sich dann in Pokémon. Irgendwie. Naja. U9 sind schon mal. Oh, doch, wir kommen ganz gut durch. Wir haben aber auch gerade ganz schön Glück, dass wir die Treppen relativ schnell finden. Und so ein Pokémon nicht überlebt und eine Feuerattacke einsetzt. Weil es hat ja... Ah! Habe ich mich gerade erschrocken. Logok und so, die haben ja auch die Fähigkeit, dass, wenn sie wenig KP haben, ihre Feuer- bzw. Pflanzen- oder was auch immer Attacken mehr Damage machen. Ne? Ja. Hab ich ja auch. Wenn ich Lowlife bin, machen meine Pflanzenattacken mehr Damage. Und das ist halt das Problem, weil ich die meistens nicht One-Hitte, beziehungsweise halt, ja. Ja, nicht One-Hitte mit einer Combo. Und wenn sie dann Feuerattacke einsetzen, bin ich halt am Arsch. Ganz schön am Arsch. Weil die macht dann mal so 400 Damage. Oh, kacke, Cresselia. Nein, komm her. Ha, hi, hu, ha. Komm her jetzt. Okay. Ja, dann bin ich sehr am Arsch. Das ist echt doof. Dadurch bin ich halt in diesem... Au, au, au. In diesem einen Monsterraum auch 50.000 Mal krepiert. Okay, da oben ist noch ein Item. Das ist Poke. Okay, das nehme ich gerne mit. Und einen Samen. Warpsamen brauchen wir nicht. Schonopto. Zack. Zack. Und zack. Nice. Och, komm. Immerhin ist es nur Traumagil. Komm schon. Komm schon. Danke. Und Boke, okay. Wir sind bei... Oh, aua. Seht ihr genau das, meine ich? Mit Damage. Und Galopp aber macht halt noch... ja, das ist das, wovon ich die ganze Zeit rede. Dieses Damage ist halt einfach übel heavy. Keine Chance gegen, ey. Müssen halt ganz langsam jetzt durch diesen Dungeon schleichen. Und halt hoffen, dass wir Glück haben. Und nicht mehr auf so viele übel stronge Pokémon treffen. Oh Gott. Ich glaube noch zwei Treppen. Ich glaube, es ist Ebene 15 und dann die letzte Treppe nehmen halt. Glaube ich. Ich bin mir dann echt nicht komplett sicher. Nein, ich wollte doch eigentlich noch. Menschen, Skinners. Ich wollte doch nicht auf sie zugehen. Aua. Oh Mann. Okay, ganz langsam, vorsichtig.
einfach vortasten. Nicht, dass wir irgendwie... Tornopto. So. Zack. Und Knirscher muss treffen. Ja, nice. Sehr gut. Was haben wir hier? Flinksamen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Stolos? Panferno. Vor Panferno habe ich halt Schiss. Das ist halt das Problem. Okay. Als Stolos machen wir One-Hit. 52. Nice. Sehr gut. Sehr schön. Stolos ist halt easy, aber halt die ganzen Feuer-Pokémon. Glurak, Tornopto, Panferno. Das sind halt die, von denen ich Angst hab. Feuerzahn, aua. Ich habe gerade gelesen, ich schrecke zurück. Deswegen bin ich lieber weggegangen. Mach was. Mach doch nicht doppelt die... Ich hasse dich. Ich hasse dieses Pokémon. Ohne Witz. Ah. Okay, Rasierblatt. Immerhin nur Rasierblatt. Alles klar, alles gut, alles gut. Zwei Belese... Okay, wir sind... Okay, wir sind am Ende. Oh. Alter. Ohne Witz. Warum macht sie in dem Moment Doppelteam? Ich hasse dieses... Ich hasse es. Warum kommt... Mann, ich will diese Attacke ausschalten können. Aber Leute, wir beenden hier den Part. Wir haben noch 8 Belebersamen. Uiuiui, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.